Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Weiter geht's, wir erkunden endlich den Tempel des Erdlandes. Aber bevor ich da hinten in die Lava reinfalle, will ich ganz kurz darauf hinweisen, dass diese Elefantenstatuen hier wunderschön sind. Moi, 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 moi. Die haben es mir irgendwie angetan. Ob die was zu bedeuten haben? Vielleicht ist ja der Dungeon-Boss ein riesiger, feuerspeiender Elefant. Ich weiß es nicht. Oder es ist einfach nur Deko. Lass mich in Ruhe, Mann! Ich will mich erstmal in Ruhe umschauen. Oh, verzieht euch! Die Gegner hier sind so unentspannt. Hey, eine kleine Schatztruhe. Und? Ah, 20 Rubine. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Boah, Leute, das sieht so nice aus hier. Alter Schwede, ist das hübsch. Schaut mal da hinten, diese... Keine Ahnung, ist das eine Brücke? Ich glaube, es ist eine Brücke. Diese Verzierung der Brücke. Und auch diese ganze Wandmalerei und so. Oh, das sieht richtig nice aus hier. Und hier diese kleine blaue Brücke, das ist, glaube ich, eine Schlange. Moment. Jo, das ist eine Schlange. Mega gut! Hey! Hallöchen! Na, wir kennen uns doch. Verflucht, alles voller Ungeheuer und ich wurde von meinem Kumpel getrennt. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ich kenne dich doch. Hat dich die Suche nach deiner Freundin hierher gebracht? Da fällt mir ein, ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber es ist sinnlos, ihr zu Hilfe zu kommen. Da ist alles voller Ungeheuer. Halt dich da lieber raus, es ist viel zu gefährlich. Niemals. Trotzdem freundlich, dass er mich warnt. Allgemein sind diese Maulwurf-Menschen ja sehr, sehr nette Leute. Holy moly! Ja, jetzt rennst du weg. Okay. Gut, ich denke, wir müssen irgendwie diese Brücke da vorne runterlassen. Kann das sein? Boah, da kommt direkt die nächste Fledermaus. So. Ach so, ah! Die Seile muss man durchschneiden, ne? Oh, wie cool. Was? Was fehlt denn hier? Ach so, da an der Seite ist noch so ein Seil. Moment, Moment, Moment. Ich wette, der Käfer kann das durchtrennen. Der hat ja auch so eine Schnippelfunktion, ne? Sehr schön. Hallöchen. Gebieter, ich habe einen neuen Typus von Gegner in der Nähe entdeckt. Er scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich schlage vor, ihn durch Drücken von ZL anzuvisieren und mich mit Hilfe von unten zu rufen, damit ich dir weitere Informationen über ihn geben kann. Niemals! Den schaffen wir so. Ja, keine Ahnung, einfach angreifen oder nicht? Also gezielt angreifen. Ja, wobei, die halten schon relativ viel aus. Hui, das war's. Du hast einen Eidechsenschwanz erhalten. Dieser Eidechsenschwanz mit stacheliger Kugel am Ende lässt sich vielleicht sinnvoll verarbeiten. Ja, okay. Also der Trick bei den Gegnern, wie schon gesagt, wahrscheinlich gezielt schlagen. Aber ist halt nichts Besonderes, also. So muss man bei den anderen Gegnern ja theoretisch auch vorgehen. Theoretisch, ich baller da halt immer drauf mit meinem Schwert. Wie so ein Bekloppter. So, was haben wir denn hier? Holy moly, alter Schwede.
Ey, krass, wie schön es hier ist. Noch besser als der letzte Raum. Ey! Okay, eine komische Feuer, keine Ahnung, Kröte. Denke mal, ich muss die Bomben da vorne auslösen, ne? Und, funktioniert es oder nicht? Was, kann man da drauf oder wie? Oh nein! Okay, okay, okay. Boah, jetzt das Gleichgewicht halten. Nice! Ja, wenigstens können wir hier speichern. Was ich ganz schön finde, ist, dass man hier überall buddeln kann. Ihr wisst ja, ich liebe das. Ja, keine Ahnung, wo wir lang gehen müssen. Was haben wir hier? Irgendwas, was man sprengen muss. Vermutlich. Oh, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe, bitte. Ich muss nachdenken. Hier vorne kommen wir auch nicht weiter. Da hinten kommen wir, glaube ich, gar nicht hin. Ach so, ah, ich glaube, mit der Kugel kommen wir zu dem Maulwurf da vorne, ne? Kann das sein? Kann ich die überrollen? Alter Schwede, wie grausam. Okay, wenigstens weiß ich jetzt, wie man sie tötet. Hallöchen. Na verflucht, sie ist nicht da. Ich habe sie bestimmt vorhin verloren. No, du kommst genau richtig. Ich bin's, Ferry. Gut, dass ich dich hier treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Ich war auf der anderen Seite dieser Felsen, als plötzlich diese Monster auftauchten. Da bin ich abgehauen und muss sie dabei verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Ohne diese Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt haben die Monster sie. Bring mir bitte meine Bombentasche wieder. Okay, dann wissen wir ja schon mal, was der Dungeon-Gegenstand ist. Eine Bombentasche. Wie kommen wir denn dahinter? Ach so. Ach so. Hallöchen. Ja, einfach eine Bombe hier durchrollen, ne? Okay. Auf jeden Fall kann man hier noch hoch. Gibt es hier noch Secrets? Oh, Bernstein. Hä, wie komme ich denn... Wie komme ich denn auf die andere Seite hier? Oder muss ich hier langlaufen? Ach so! Hoffentlich ist hier was Besonderes. Eine Fee, ja, die brauche ich aber leider nicht. Beziehungsweise, ich habe ja keine freie Flasche mehr. Oh. Eventuell respawnt die immer wieder da oben. Das wäre natürlich ganz nett. Dann könnte ich mir immer wieder eine neue holen. Ja, wobei, ich habe zwei Stück. Also ich werde jetzt hier keine zwei Feen brauchen in dem Dungeon. Kann ich mir nicht vorstellen. Holy moly! Zwei von diesen Echsen. Na dann? Ich kümmere mich erstmal um die eine. Ey! Ja, dann kriegst du jetzt erstmal auf. Auf die Mütze! Bleib doch stehen! Vielleicht kann ich auch zwei Schläge landen. Beziehungsweise zwei Treffer. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich greife die ganz, ganz gemächlich an.
Okay, Nummer 1 ist tot. Okay. Ja, wenn man gegen den Arm schlägt, dann kontern die leider. Nice, und das war's. Ja, gar nicht mal so schwer. Sehr schön, eine Schatztruhe. Oh, das hat Spaß gemacht. Du hast eine Bombentasche gefunden. In dieser nützlichen Tasche kannst du Donnerblumen mit dir herumtragen. Sie ermöglicht dir das Vordringen an Orte, die dir sonst verwehrt bleiben. Frage Ferry, ob er sie dir leiht. Ja, stimmt, die gehört ja eigentlich Ferry, ne? Haben wir da vorne noch was? Ach so, oh nein! Ah, da war noch so ein Material. Und da auch, oh nein! Oder waren das die Gegner, die einfach nur gedespawnt sind? Na egal. Boah, Leute, diese Türverzierungen und so, das sieht so schön aus. Holy moly, ich bin richtig verliebt in diesen Dungeon. Merkt man auch gar nicht, ne? Meine Bombentasche. Vielen, vielen Dank. Dann gib sie mal her. Moment, ich soll sie dir leihen, damit du tiefer in den Vulkan gehen kannst? Ah, immerhin hast du dich auf der Suche nach deiner Freundin bis hierher gewagt. Da fällt mir ein, hast du meinen Kumpel gesehen? Oh, er macht sich Sorgen um dich. Er hat sich also Sorgen um mich gemacht. Oh, das tut mir leid. Du machst dir bestimmt auch Sorgen um deine Freundin, was? Also gut, hier hast du sie. Viel Spaß damit. Du hast eine Bombentasche erhalten. Nochmal. Ferry hat sie dir netterweise überlassen. Beseitige mit ihr Hindernisse. Ich gebe dir meine Bombentasche, damit du deine Freundin finden kannst. Oh, ist das nett. So, was können wir jetzt machen mit der Tasche? Warte, ich habe was vergessen. Die Tasche ist leer, also nimm die hier. Wow, du hast 5 Bomben erhalten. Wirf oder rolle sie, um Objekte in die Luft zu sprengen. Nimm Bomben, die du unterwegs findest, für später mit. Wenn du keine Bomben mehr hast, kannst du die Tasche auch mit Donnerblumen füllen. Hebe dazu eine Donnerblume auf und drücke dann B, um sie einzustecken. In die Tasche passen bis zu 10 Stück. Wenn du also Donnerblumen findest, solltest du deine Vorräte auffüllen. Echt, man kann die einstecken? Wie cool ist das denn bitte? Tatsächlich. Ja, erstmal eine brennende Bombe in die Tasche stecken. Warum auch nicht, ne? Oh, das finde ich aber wirklich nice, dass man die mitnehmen kann. Sehr, sehr praktisch. So, was machen wir jetzt mit unseren Blümchen? Mit unseren Donnerblümchen? Da vorne war doch irgendwas, was ich sprengen konnte. Ach, da hinten ist auch was. Ja. Erstmal dahin laufen. Ich weiß übrigens nicht, ob ich hier auch runterfallen kann von der Kugel. Wahrscheinlich ja. Oh, 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 oh. Holy moly. Oh, zu spät. So, jetzt aber. Sehr schön. Und? Ach so, da ist eine Schatztruhe. Okay. Ich dachte, da wäre ein Weg. Oh nein! Wieso? Ja, Feuer und ich, beziehungsweise Lava und ich, wir sind nicht die allerbesten Freunde. Du hast einen goldenen Schmuckschädel erhalten. Nice. Mehr Collectibles. Ja, da können wir noch was ausbuddeln.
Und dann würde ich vorschlagen, sprengen wir mal den großen Stein da oben weg. Kann man hier sonst noch irgendwas sprengen? Ah, keine Ahnung. Jo! Zum Glück bleibt die liegen, die Bombe. Das wäre sonst noch unangenehm geworden. Hallöchen! Hey! Nee, das gibt's nicht! Sag mal, hast du sie noch alle? Eins von diesen Viechern wird mich noch töten, das weiß ich jetzt schon. Oh nein! Ey, das ist wirklich nicht so leicht! Ey, das gibt's doch gar nicht! Nein, das kann nicht wahr sein! Ja, so viel zum Thema, ich brauche keine Feen. Boah, ich muss einfach ein bisschen geduldiger sein. Ich bin immer so ungestüm. Ja, dann kann ich mir auch noch eben eine Fee holen, Moment. Beziehungsweise, wir rollen auch mal ganz kurz zu dieser Schatztruhe da vorne. Ja, das war jetzt natürlich mega fehlig. So, was kriegen wir denn hier Schönes? Eine Belohnung, weil ich so schön gekämpft habe gerade. Du hast eine blaue Vogelfeder erhalten. Diese kostbare Feder kann man nur bei extrem seltenen blauen Vögeln finden. Schon wieder so ein Ultra-Rare-Gegenstand. Jedenfalls klingt die Beschreibung so, ne? Alter Schwede, wie ergiebig. Gut, dass ich diese ganzen Geldbörsenerweiterungen gekauft habe. Ach Moment, wo ich das Pinöckelchen hier gerade sehe. Kann man dagegen rollen? Ach, das ist ein Schalter. Ach so. Jo, gut zu wissen. Na dann. Hoffentlich kommen nicht noch mehr von diesen Echsen. Alter Schwede, was ist das denn für ein Raum? Na gut. Wenigstens nur diese kleinen Standardgegner. Ich hoffe, dass man in den späteren Dungeons auch noch buddeln kann oder dass man da auch so viele Buddelmöglichkeiten hat und dass es jetzt nicht nur eine Geschichte hier ist in diesem Gebiet. Das fände ich ein bisschen schade. Ja, die kontern wenigstens nicht. Wenn man aus Versehen deren Waffe trifft. So. Oh, schon wieder so ein goldenes Moped. Kann ich die eigentlich auch mit Bomben besiegen? Wahrscheinlich, ne? Müssten wir gleich mal ausprobieren. Hallöchen! Nice! Nicht schön, aber selten. Also dafür, dass ich mich in dieser Bambus-Challenge so gut angestellt habe, kämpfe ich ganz schön schlecht, muss ich ja selber zugeben, ne? Ja, aber die Steuerung ist weiterhin weird. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Hey, du hast die Dungeon-Karte erhalten. Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst. Ganz so groß ist der Dungeon gar nicht mehr.
Leider. Könnte gerne noch 3 Stunden weitergehen. Ja, wobei dieser erste Tempel, der war auch recht kurz, ne? So. Kann ich euch umbringen? Ja. Sehr schön. Wobei mir die Bomben jetzt zu kostbar sind. Also ich werde jetzt nicht jeden Gegner hier wegbomben. Moment, Moment, Moment. Da oben sind Herzchen. Ich denke, da sollen wir mit dem Käfer hin, ne? Okay, sind aber wirklich nur Herzchen. So, dann holen wir jetzt eine Fee. Ja, und dann, keine Ahnung, ehrlicherweise. Hä, was muss ich denn dann machen? Also, wo geht's denn hier noch weiter? Da hinten kann ich gar nicht langrollen. Ich denke mal, ich muss den zweiten Schalter aktivieren, aber... Naja, kein Plan. Finden wir schon irgendwie raus. So, wieder aufgestockt. Oh, fantastisch. Läuft bei mir. So, jetzt aber. Hoffentlich ist jetzt wirklich wieder hier so eine Fee. Ach nein, ach! Man kann hier nicht nochmal buddeln. Ah, wie ärgerlich! Na egal, war trotzdem gut, dass wir hier hingegangen sind für die Bomben, aber... Schade, schade, schade. Ich dachte, ich würde noch eine Fee kriegen. Ja, Leute, wo müssen wir hin? Da ist ein Kreuz. Warum ist da ein Kreuz? Warum ist dort ein Kreuz? Das müsste ja hier irgendwo sein, ne? Ach, ach, da kann man eine Wand sprengen. Ah, ich sehe es schon. Ja, schaut mal, da vorne ist so eine kleine... So eine kleine Kerbe. Ja, scheint zu funktionieren. Nice! Holy moly! Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Ja, liebe Leute, aber wie es hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao!